Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Dieser Podcast ist für die, die in die eigene Praxis wollen, die sich niederlassen wollen, die eine Praxis betreiben, die sich mit dem Thema der Zukunftsmedizin auseinandersetzen wollen, die Fragen zum Thema Business haben, die gerne auch mehr wissen wollen zu allen Systemen und zu allen ja, Business-Themen, die mit dem Thema Arzt und Medizin zu tun haben. Aber auch der erfahrene und etablierte Mediziner findet hier immer wieder kostbare Informationen für die eigene Praxis und fürs Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute freue ich mich wieder, weil ich wieder einen tollen Interviewgast habe. Und zwar spreche ich heute mit dem Live-Gesundheits- und Ernährungscoach Uncas Gemmecker. Uncas ist vielleicht einigen oder wahrscheinlich vielen von euch bekannt über seinen eigenen Podcast Bio 360 Grad. In diesem Podcast erklärt er sehr, sehr ausführlich die unterschiedlichen Themen in der Medizin, alternative Methoden zum Thema Medizin, holt Mediziner, Ärzte, Wissenschaftler in den Podcast, um aufzuklären über dieses Thema Ernährung, Gesundheit. Denn es gibt einen Satz in seiner Biografie auf seiner eigenen Internetseite Bio 360 Grad, in der er über ein Leben spricht, das im Dunkeln stattgefunden hat bei ihm. Und er erklärt sehr genau anhand seiner eigenen Geschichte, die wirklich sehr, sehr spannend ist, wie er den Weg ins Licht gefunden hat, wie er den Weg zur Gesundheit gefunden hat. Und darüber spreche ich heute mit Uncas Gemmecker. Freut euch drauf, ist ein sehr, sehr interessanter Podcast geworden mit einem Mann, der ursprünglich einen ganz anderen Lebensweg haben wollte, der aber heute im medizinischen Segment zu Hause ist und der euch sicherlich viele Tipps mit auf den Weg geben kann, wie ihr in Zukunft ja, vielleicht ein bisschen achtsamer mit dem Thema Gesundheit umgehen könnt. Freut euch drauf, alles Gute und jetzt die neue Folge im Business Talk Podcast mit Uncas Gemmecker. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zum Business Talk Podcast. Ich darf meinen Gast begrüßen, Uncas Gemmecker. Ich habe gerade schon gesagt, welche wundervolle Atmosphäre er dahinter sich hat. Er hat gerade gesagt, er sitzt in Frankreich. Uncas, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Hallo Oliver, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, lege ich immer los mit der Frage, wer ist Uncas Gemmecker und was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, die meisten, die mich kennen, kennen mich durch meinen Podcast Bio 360. Den betreibe ich seit anderthalb Jahren und das ist mittlerweile der größte Gesundheitspodcast in Deutschland geworden. Und was ich dort mache, ist Interviews, ebenso wie du, in einer sehr intensiven Art und Weise. Das heißt, ich behandle die Themen sozusagen A bis Z, suche mir die besten Experten in Deutschland raus und nehme die so richtig durch die Mangel, sage ich jetzt mal. Nein, im schönen Gespräch versuchen wir wirklich, das Thema komplett abzuklopfen. Das heißt, ich mache die umfangreichsten Interviews im Grunde genommen. Und ich bin Gesundheitscoach, ich habe einen Entgiftungskongress gemacht, ich habe ein Entgiftungsprogramm auch, was ich ja selbst sozusagen designt habe und genau, das ist so in a nutshell das, was ich tue. Ja, wir werden da im Laufe des Interviews nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was du tatsächlich machst, dass du auch mal so wirklich deine Sachen vorstellst, was du entwickelt hast in der letzten Zeit. Das ist ja auch wirklich sehr erstaunlich, was du gemacht hast, aber was noch erstaunlicher ist, so ein bisschen deine Geschichte. Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen drüber sprechen können. Die ist ja auf deiner Homepage, auf deiner Seite auch zu sehen. Vielleicht auch mal vorab, ich würde allen anbieten, auf jeden Fall deine ganzen Informationen, deine Kontakte, deine Verlinkungen in die Shownotes zu nehmen, damit jeder, der Interesse hat, sich mal persönlich an dich zu wenden oder sich anzuschauen. Natürlich deinen Podcast auch, du hast gerade angesprochen, der ist ja wirklich unglaublich informativ und geht wirklich in die Tiefe. Sag doch noch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ganz einfach, durch Krankheit. Also ich war früher Musiker, Tontechniker, alles hat sich im Dunkeln abgespielt und ja, habe mich um Gesundheit nicht gekümmert. Bin dann allerdings irgendwann nach Spanien ausgewandert und auch da viel Fiesta und Cerveza und so weiter. Ja, also viel falsch gemacht in meinem Leben. Alkohol, Zigaretten, ist vor allen Dingen sehr schlechter Schlaf, Zyklus. Also da gab es überhaupt gar keine Rhythmik oder sowas. Das ist, ich würde sogar sagen, der größte Einzelfaktor. Und dann irgendwann nach einer Serie von harten Schlägen
ging es dann los, dass ich in die chronische Müdigkeit gekommen bin. Und zwar richtig, richtig heftig. Und das hat vier bis sechs Jahre, weil die ersten vier Jahre waren richtig intensiv. Und danach war ich dann schon, hatte ich sozusagen so ein bisschen die Oberfläche schon mal erreicht, habe aber dann ganz oft am Nachmittag dann nochmal irgendwie ganz unten unter der See sozusagen verbracht. in ganz, ganz tiefen Gewässern sozusagen. Was viele Menschen gar nicht mitbekommen haben und zu der Zeit gedacht haben, ne, dem Unkas, der geht's ja super, der ist sportlich, der ist gesund. Und so bin ich dann auf diesem Wege, habe ich dann angefangen, ich bin zu der Zeit nach Frankreich ausgewandert, hatte dann auch eine Zeit lang kein Geld und so weiter, war auf so einem spirituellen Weg und hatte dann einfach nicht die Möglichkeiten, die ich jetzt heute habe, oder? Wo ich Gott und die Welt kenne in Deutschland. Jetzt würde ich sofort zu einem bestimmten Experten gehen und sagen, hey, ich habe dieses Problem, mach mich mal gesund sozusagen, beziehungsweise hilf mir, lass mal in die Analytik gehen. Sondern ich habe einfach Annahmen getätigt, habe mich selber informiert und habe dann einfach wild rumspekuliert und dachte, naja, vielleicht habe ich eine Borreliose, vielleicht habe ich eine Nebennierenschwäche, vielleicht habe ich ja ein Schilddrüsenproblem, vielleicht habe ich dies, vielleicht habe ich das. Ne? Dann habe ich mal ein bisschen entgiftet und so. Und Entgiftung ist vielleicht ein schönes Stichwort, weil ich habe dann angefangen, ich bin halt auch so Leute wie Klinghardt und Joachim Mutter, die beide in meinem Podcast jetzt auch waren, aufmerksam geworden und habe dann einfach zum Beispiel angefangen, einfach mal Chlorella zu nehmen, also eine Mikroalge, die entgiftend wirkt und habe dann erste Erfolge schon ganz früh erzielt, insofern, dass mein Brain Fog plötzlich weg war. Mhm. Also das war etwas, was mich auch in der Arbeit früher immer behindert hat, als Techniker, Veranstaltungstechniker und wo ich mich mit identifiziert habe. Ich habe also gedacht, das hat mein Selbstwertgefühl sozusagen geprägt. Ich habe gesehen, die anderen können sich besser konzentrieren. Ja, ich hatte mal so Hochtage, wo es ganz gut funktioniert, aber dann auch Tage, wo ich einfach wirklich gekämpft habe, um wirklich irgendwo meinen Job quasi durchzuführen. Und plötzlich wurde das mir weggenommen. Plötzlich war das weg durch ein bisschen Entgiftung. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, hey, das war ein Zustand von mir, das war keine Eigenschaft. Was wäre denn, wenn da noch mehr gehen würde? Mhm. Ja, und so bin ich so meinen Weg gegangen und habe dann tatsächlich am Ende es geschafft, mich selber zu heilen. Es ist nicht der Weg, den ich empfehlen kann. Da sollte man viel strategischer und analytischer rangehen, ganz klare Sache. Mhm. Verbindung mit jemandem, der sich wirklich auskennt. Aber ich bin diesen Weg gegangen und daraus ist so viel Wissen entstanden, dass ich das irgendwann weitergeben wollte. Und das habe ich dann erstmal mit meinem Umfeld versucht. Das ist nicht so gut angekommen. Und dann habe ich dann irgendwann den Podcast erschaffen. Mhm. Wir beide haben uns ja getroffen in München auf dem Flowfest. Du hast dann einen Vortrag genau darüber gehalten, also zum Thema Entgiftung. Ich habe dich da als sehr engagierten, aber auch gleichzeitig als sehr konzentrierten Menschen kennengelernt, der sehr fokussiert ist auf ein Thema und der sein Thema nicht nur mit viel Fachwissen, sondern auch mit einer hohen Konzentration rüberbringt und sehr auch auf die einzelnen Personen eingehen kann. Wir haben hinterher noch ein bisschen uns ausgetauscht. Wir standen bei dir am Stand mit mehreren Personen noch und du hast ja auch sehr viel Zeit genommen für die einzelnen Menschen, die Fragen an dich stellen. Meine Frage jetzt nochmal, bevor wir wirklich auf diese Themen nochmal eingehen, das Unternehmerische, was du jetzt ja entwickelt hast im Laufe der Zeit, du hast gesagt, du warst Musiker, wie hat sich das so entwickeln können, dass du so fokussiert auf ein Thema bist, dass dir ja nicht, ich sage jetzt mal, in die Wiege gelegt worden ist? Also korrigier mich, aber dein Umfeld war ja früher ein anderes. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, mein Leben fand im Dunkeln statt, das hast du auch gerade gesagt. Gab es so einen Switch, wo du gesagt hast, jetzt bin ich derjenige, der sich nur noch um dieses Thema kümmert und jetzt setzt er das Ganze auch unternehmerisch auf? Ja, also das habe ich im Grunde genommen fast schon gerade erzählt. Das war halt der Leidensdruck der Krankheit. Also du musst dir vorstellen, chronische Müdigkeit, das ist so, das wird oft so belächelt. Aber wenn du tief einatmen musst, um die Kaffeetasse von links nach rechts zu stellen oder drei Stufen sich anfühlen wie die Besteigung des Himalayas und du bist Anfang 40 eigentlich sozusagen im besten Saft und siehst auch okay aus. Niemand hat es mir angesehen. Und irgendwann nehmen die Leute dich auch nicht mehr ernst und sagen, jetzt nach vielen Jahren, jetzt hör mal auf, jetzt musst du dich mal motivieren. Oder irgendwie kommen dann solche Sprüche. Mhm. Ja, das ist also wirklich, wirklich hart. Und da ist mir natürlich die Bedeutung von Energie auch bewusst geworden. Und ich hatte halt einfach auch nicht mal Energie. Du musst dir vorstellen, ich hatte eine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt 4. Als da ging es los. Mhm. Aber so dieser ganze schöne Zeitraum, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, ich konnte nichts mit der machen. Ich konnte teilweise, war es zu viel, wenn sie gesagt hat, kann ich irgendwie, also ich musste ja auch für sie kochen und so weiter. Ja. Mhm. Und die ganzen Anforderungen, die
diese Aufmerksamkeit und Energie, die so ein kleines Kind haben möchte, ich war nicht in der Lage, ich war im absoluten Überlebensmodus. Mhm. Und sowas wie, Papa, lass uns mal Fischer wie tief das Wasser spielen, war eine völlige Illusion. Mhm. Ja? Und das wurde dann erstmal für mich auch dann zum Ziel, erstmal da irgendwo rauszukommen. Und ja, was mich heute motiviert, ich war nie ein Unternehmer. Mhm. Ich habe mich auch nie um Geld gekümmert oder so, irgendwas in dieser Richtung. Aber was mich heute wirklich motiviert, ist auch einfach den Menschen ja, zu helfen. Denn da fehlt noch so viel Wissen da draußen und es gibt so viel auch Missinformation und zu viel Information auch. Ja, wir haben ja dieses Informationszeitalter und jeder kann alles wissen. Auf YouTube gibt es alle Weisheitslehren der Welt. Wir haben also letzten Endes Zugriff zu allem, aber die Leute kommen nicht ins Handeln und letzten Endes sind sie verwirrt und machen dann doch die falschen Sachen. Und wir haben vieles, vieles verlernt heutzutage und müssen das einfach wieder lernen. Und das ist so ein bisschen meine Mission, einfach da die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, und zwar sehr einfache Werkzeuge in erster Linie erstmal, weil es immer auf die Basics ankommt. Mhm. Es gibt keine Spezialtricks, keine magische Pille, die irgendwas macht, sondern es sind ganz, ganz fundamentale Strategien, die ineinander greifen und die wir leider in diesem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert verlernt haben. Und das ist meine Mission, einfach den Leuten wieder zu helfen. Und ich tue alles dafür, wirklich da viel zu bewegen. Und was ich dafür zurückbekomme, ist vor allen Dingen auch ein Feedback, was mich zu Tränen rührt, weil es wirklich die Leute schreiben, hey, du veränderst mein Leben, mir geht es jetzt viel besser und so weiter und so fort. Also wirklich eine Welle der Dankbarkeit, und das auf der reite ich sozusagen. Ja, toll. Ja, vor allen Dingen deshalb schön, du hast gerade ja gesagt, du warst an sich nicht der klassische Unternehmer. Viele verbinden ja auch mit dem Wort Unternehmer alleine schon Geld verdienen, aber Unternehmer sein hat ja vielmehr auch damit zu tun, nicht nur Fachkraft im eigenen Unternehmen zu sein, sondern darüber hinaus zu gucken. Du hast von deiner Mission gesprochen, du hast davon gesprochen, dass du Leuten helfen willst, und daraus entwickeln sich ja Impulse. Du hast gerade ja selber gesagt, im Podcast, oder deine ganze Arbeit, die du jetzt in der Form betreibst, ist ungefähr 1,5 bis 2 Jahre alt. Aber wenn man sieht, mit welchen Menschen du in der Zeit Kontakt bekommen hast, weil du es einfach wolltest, also so würde ich es jetzt verstehen, weil du sagst, es ist meine Mission, ich brauche die, damit ich das, was die wissen, auch an andere weitergeben kann, damit ich selber lernen kann. Also das ist ja für mich viel mehr Unternehmer sein, als nur in Anführungsstrichen im Geld hinterher zu laufen. Das sind ja vielleicht Dinge, die dann zwangsläufig kommen. Aber das, finde ich, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wenn man wirklich ein Ziel hat oder beziehungsweise wirklich eine Mission, die aus einem selbst kommt, was dann möglich ist. Du hast ja Menschen in deinem Podcast gehabt, also von natürlich Ärzten, ja, also Zahnärzten, ich habe mal geguckt, Ernährungsberatern, du hast Diabetologen da gehabt, Orthopäden und wirklich diejenigen, die in Deutschland bekannt sind und was zu sagen haben, die kommen zu dir, du sprichst mit denen und die freuen sich, bei dir in Anführungsstrichen auftreten zu können. Also etwas, was du vielleicht vor 5 Jahren in der Form auch so nicht gedacht hättest. Oder sehe ich das falsch? Nee, das, also jetzt zum Beispiel Klingert und Mutter. Mutter habe ich jetzt schon 5-mal interviewt. Das war natürlich früher meine Helden. Ja, da habe ich mir jeden YouTube-Vortrag angeguckt, weil da die ganzen Infos für mich kamen, die mich dann auf den Weg geschickt haben, wo ich dann letzten Endes heute bin. Also ohne diese beiden Gestalten zum Beispiel würde es den Podcast auch nicht geben. Mhm. Ne? Und jetzt ab und zu, ich mache auch schon mal englische Interviews, also der Podcast ist zu 98% Deutsch, aber ab und zu gönne ich mir das einfach mal. Habe jetzt ein paar Gäste gehabt, wie Stephanie Senner, nächste Woche mache ich Paul Saladino, ich hatte Professor Jared Pollack und so weiter, einfach so ein paar absolute weltweite Größen auch. Und das macht einfach Spaß. Und ja, ich lerne diese Menschen jetzt dann auch kennen. Ich habe eine Deutschlandtour gemacht im März 2019, habe ganz viele besucht, habe ganz viele Therapien auch ausprobiert. Das heißt, ich stelle mich so auch so ein bisschen als Versuchskaninchen hin und versuche das auch vorzuleben, dass meine Community, und die ist mittlerweile schon ziemlich groß geworden, dass die Leute so auch über die Zeit sehen können. Also ich bin halt kein 23-jähriger Leistungssportler, dem es fantastisch geht und der jetzt versucht, noch das letzte Quäntchen rauszuholen. Ich habe viel kaputt gemacht, ich habe viel Mist gemacht in meinem Leben sozusagen, bin dann den Karren vor die Wand gefahren. Und jeder weiß das. Und ich lebe jetzt ein gesundes Leben
und habe natürlich auch noch gesundheitliche Baustellen. Und die Leute können sozusagen zugucken, quasi wie ich immer mehr aufblühe und das quasi vorlebe. Und ja, das ist so ein bisschen auch meine Mission. Genau. Wenn wir jetzt mal in das Thema reingehen, was dich, glaube ich, am meisten umtreibt, das Thema Entgiftung. Also damit beschäftigst du dich ja sehr viel, dafür habe ich auch deinen Vortrag gehört. Du sammelst ja Experten, du hast es gerade schon gesagt, in deinem Podcast und sprichst sehr viel über dieses Thema. Wer da mal ansetzen? Also ich habe zum Beispiel in deinem Vortrag, als wir vom Flowfest, hast du sehr viel über das Thema als Beispiel gesprochen, über das Thema Mundgesundheit, also was passiert allein da schon? Und jetzt hören ja hier viele Mediziner zu und diese Mediziner, es geht mir ja darum, denen was mit auf den Weg zu geben, beschäftigt euch mal mit diesen Themen. Aber wenn man mal du hast ja einen Zahnarzt oder mehrere Zahnärzte, mit denen du da zusammenarbeitest, die wirklich sagen können, wie geht man denn das Thema Mundgesundheit, Mundhygiene, ich habe da das Thema Amalgamfüllung noch im Kopf an. Wie triffst du diese Leute? Kommen die zu dir? Gehst du auf die zu? Findet ihr euch? Ich gehe auf die zu. Das ist in Deutschland, jetzt nicht rumjammern, aber gar nicht so einfach. Ich muss vielen Leuten also unglaublich unendlich hinterherlaufen. Das ist halt wirklich, deswegen habe ich das eben gesagt, es ist ab und zu gönne ich mir den Spaß, eine wirklich internationale Größe zu holen, weil da schreibe ich eine E-Mail und kriege am nächsten Tag eine Zugabe und dann steht in der E-Mail, ich habe voll Lust und lovely und so weiter, ja. Während ich in Deutschland mein Spitzenreiter ist im Moment 1 Jahr und 8 Monate. versucht, den in den Podcast zu bekommen. Es ist wirklich zäh. Aber ich bin hartnäckig und das ist sowieso was, du hast eben noch gesagt, was Unternehmertum ausmacht. Ich habe den Podcast über 1 Jahr lang aus eigener Tasche finanziert, komplett und keinen einzigen Cent daran verdient und habe einfach richtig Gas gegeben, 6 Episoden pro Woche und so weiter. Und wenn ich halt etwas mache, dann mache ich es richtig. Das habe ich immer schon gemacht. Mhm. Ja, und ich wollte es auch einfach wissen und ich wollte jetzt nicht auf halber Strecke irgendwo scheitern, sondern ich habe halt wirklich meine gesamte Energie reingesteckt, das mache ich immer noch, nur dass es halt mittlerweile sich gewandelt hat und dann viele andere Sachen jetzt entstanden ist und ich jetzt daraus ein Beruf geworden ist. Aber ja, ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Jetzt zum Thema Zahngesundheit. Möchtest du, dass ich mal so ein bisschen erkläre? Das wäre toll, klar. Ja, okay. Also der Zahnbereich ist vielleicht der wichtigste Bereich, was Gesundheit angeht und einer der übersehensten sozusagen. Also im Bereich der ganzheitlichen Mediziner, teilweise der Heilpraktiker und vor allen Dingen auch der Umweltmediziner ist das klar und ist das bekannt. Wir haben im Mund, der Mundbereich und die Zähne sind ja mit allen Organen verbunden zum Beispiel. Ja, also wir haben, die Zähne sind keine toten Steine, die wir im Mund haben, sondern sie sind porös und jede Substanz zum Beispiel, die sich im Mund befindet oder die in den Mundbereich kommt, die findet sich letzten Endes in jeder Zelle wieder. Das heißt, das ist ein poröses, ein offenes System. Außerdem ist das natürlich im Kopfbereich, das heißt, wir sind ganz nah an wichtigen Nerven, Trigeminusnerv, wir sind am Gehirn dran und so weiter. Das erklärt so ein bisschen die Wichtigkeit dieses Bereiches. Jetzt ist es leider so, dass wir ja auch in diesem Jahrhundert und im letzten Jahrhundert auch viel falsch gemacht haben, muss man einfach mal sagen. Und die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen, sagt man so gerne. Und das ist ja leider wahr. Und deswegen wurde halt auch im zahnärztlichen Bereich wahnsinnig viel falsch gemacht und ist halt immer noch bis heute auch so, dass da viel Wissen einfach nicht ist oder auch viel einfach noch geleugnet wird, was eigentlich nicht zu leugnen ist. Zum Beispiel die Giftigkeit von Amalgam. Mhm. Es ist einfach 50% Quecksilber. Quecksilber ist das giftigste Schwermetall der Welt. Darüber kommt nur Plutonium und darunter kommt Arsen. Außerhalb des Körpers ist es Sondermüll und muss ganz speziell entsorgt werden. Ja. Und innerhalb des Mundes soll es jetzt kein Problem sein. Es gibt jeder kann mal Smoking Teas auf YouTube eingeben, dann sieht man, wie nach 30 Jahren eine Amalgamfüllung immer noch ausdampft. Und wenn man die jetzt reizt, zum Beispiel mit der Zahnbürste oder mit einem warmen Kaffee, dann geht es erst richtig los. Und diese Dämpfe steigen quasi über das ganze Gewebe bis ins Gehirn auf und finden sich dann letzten Endes im ganzen Körpergewebe wieder. Der Körper versucht es natürlich irgendwo unterzubringen, oft im Fettgewebe, aber die Symptome von Quecksilbervergiftung sind asymptomatisch, sind
ja, nicht systemisch. Na, was rede ich hier? Sorry. Die Symptome von Quecksilber sind nicht spezifisch, sondern aspezifisch. Das heißt, es verteilt sich überall im Körper und überall, wo es hinkommt, kann es dazu führen, dass Körperfunktionen nicht mehr optimal funktionieren. Und es hat auch synergistische Wirkungen mit anderen Giften und anderen Metallen, wie zum Beispiel dem Leichtmetall Aluminium, wo wir auch eine Menge von haben. Das heißt, Amalgamfüllungen sind ein Riesenstörfeld und eine Riesenquelle für Vergiftung im Körper. Und dann haben wir die sogenannten NICOs. Auch etwas, was viele schulmedizinisch geschulte Zahnärzte so nicht kennen und auch teilweise verleugnen, muss man sagen. Was auch mich so ein bisschen erstaunt, weil man kann es ganz einfach nachweisen. Also wenig kann man so in der Medizin so schön nachweisen wie so etwas. Also NICO ist eine Kavität im Kieferbereich, die entsteht durch eine Wurzelfüllung, die entsteht durch eine Weisheitszahnentfernung. Das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ein Zahnarzt hat mir einfach einen sehr einfach zu entfernenden Weisheitszahn gezogen, nichts weiter gemacht, das Ganze also nicht vernünftig aufgefüllt, wie es gemacht werden muss. Und dann hat sich da ein NICO gebildet. Das ist eine Kavität, wo sich dann Bakterien einnisten, die dann Biotoxine herstellen. Thioether und Mercaptan, hochgiftige Substanzen. Und ja, wenn man da einfach mal dann mit einem DVT-Scan, also einem 3D-Scan, das Ganze sich den ganzen Kieferbereich anschaut, dann kann man solche Herde finden. Und wir haben es dann geöffnet und das sogar den Inhalt ins Labor geschickt, um es sozusagen nochmal quasi zu beweisen. Und du hast gesagt, du gehst tief, ne? Genau. Du guckst dir die Samen wirklich richtig tief an, ja. Ja, genau. Ich habe also dann meinen eigenen Kiefer saniert. Ein bisschen steht noch aus, aber die gröbsten Sachen habe ich gemacht. Ich hatte mich auf meine eigene Erinnerung verlassen und habe gedacht, ich hätte damals Amalgam rausbekommen und Gold oben drüber. Und ich bin dann zum DVT-Scan und dachte, wir schauen mal, ob noch Splitter da sind. Der ganze Kieferbereich kann auch voll mit Splittern sein, wenn das Amalgam nicht richtig entfernt wurde. Richtig heißt Kofferdamm, Beatmung für Patient und Zahnarzt und langsamer Bohrer und noch einige andere Maßnahmen. Und dann kam die Überraschung, ich hatte noch eine Amalgamfüllung gleich neben einer Goldfüllung, direkt nächstes Thema, verschiedene Zahnmetalle. Das ist wie eine Batterie, da gibt es den sogenannten Batterieeffekt, das heißt, da fließt eine Spannung von der einen zur anderen, von dem einen zum anderen Metall, was natürlich ein permanenter Stressfaktor auch, einen permanenten Stressfaktor darstellt. Das heißt, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, im Mund gibt es reihenweise Störfaktoren, Störfelder, die die Gesundheit des Patienten massiv beeinträchtigen können. Und oft wird das toleriert eine ganze Weile, aber dann kommt ein anderer Faktor dazu, wie in meinem Falle. Da war es ein emotionales Trauma, dann war es ein Unfall und dann noch eine Operation und dann war Ende bei mir. Ja? Und dann macht die Summe der ganzen Störfelder und Stressfaktoren natürlich im System läutet dann so eine Abwärtsspirale ein und die war dann bei mir lange nicht, in dem Sinne nicht aufzuhalten. Eine vernünftige Zahnsanierung plus eine Entgiftung und noch ein paar andere wichtige, ich sag jetzt mal Lebensstrategien hätten mich dann natürlich viel, viel schneller rausgeholt, aber das Wissen war nicht da und ja, so muss ich das alles, habe ich mir das alles dann im Nachhinein erarbeitet. Ja, und jetzt hast du ja nur in Anführungsstrichen über das Thema Mund gesprochen, du hast gesagt, das hängt sowieso alles zusammen, also es ist ja letztendlich der Körper ein ganzheitliches System. Und deshalb sollte natürlich der Ansatz in der Heilung oder auch in der Prävention immer ganzheitlich sein. Also du hast das sehr schön beschrieben, wie sich das auswirkt. Und die Folge, so habe ich es jetzt verstanden, war die dauernde chronische Müdigkeit, die du dann hattest. Und da sind ja sehr, sehr viele Folgedinge draus passiert. Wenn du jetzt mal überlegst, wo geht aus deiner Sicht denn die Entwicklung in der Medizin oder in der Behandlung, in der Prävention in der Zukunft hin? Ich meine, du bist viel mit sehr weitdenkenden und holistisch denkenden Medizinern zusammen. Setzt sich das weiter fort oder wird das aus deiner Sicht auch in Zukunft eine Randgruppe bleiben? Ja, ich hoffe nicht. Das ist ja eine generelle Frage. Fahren wir hier den Karren so global gesehen an die Wand oder gibt es einen Bewusstseinswechsel? Ja, muss man ja mal ganz klar sagen. Wir müssen ja auch aufhören, zum Beispiel mit der Landwirtschaft, die wir betreiben. Wir müssen die ganze Tierzucht überdenken. Wir haben hier
der Fußabdruck, den wir hier hinterlassen, der ist einfach dramatisch. Und wir haben einfach ganz, ganz viele Jahre jetzt in die falsche Richtung gearbeitet und unheimlich viel kaputt gemacht. Mhm. Und die Medizin ist ja ungefähr seit Descartes, haben wir so diese Ausprägung auf Symptomunterdrückung. Ja, das ist halt immer noch so und das ist auch so gewünscht vom Patienten oftmals. Die Leute wollen keine Veränderung machen und kommen dann mit Übergewicht oder einer Diabetes zum Arzt und sagen, wenn sie mir meine Cola und die Schokolade wegnehmen, dann gehe ich wieder. Ja, das haben mir wirklich Kollegen erzählt. Also solange der Patient noch eine Pille möchte, um seine Leiden sozusagen zu lindern, wird es auch Leute geben, die es verschreiben. Das ist klar. Das heißt, der Bewusstseinswandel muss im Grunde genommen in den Menschen stattfinden und dann kann letzten Endes das ganze universitäre System, was ja auch so ein bisschen träge ist, sage ich jetzt mal, muss dann irgendwann nachziehen, aber das dauert halt lange. Ne? Die Richtung heutzutage geht ganz klar in Richtung so etwas wie, was man heutzutage funktionelle Medizin nennt, das heißt, oder Ursachenmedizin, es soll nachgeforscht werden, warum. Ja, ist der Patient krank? Was hat dazu geführt? Und dafür muss man sich auch den Lebensstil anschauen. Dafür muss man einfach sich viel Zeit nehmen, befragen und eine bestimmte Analytik auch machen. Da muss eine Menge Labor gemacht werden. Da muss auf Giftstoffe überprüft werden. Da müssen die Hormone gecheckt werden. Da müssen, ne, ich möchte wissen, hat der eine vernünftige Schilddrüsenfunktion? Funktioniert die Nebenniere? Wie sieht das Darm? Wie sieht der Darm aus? Hat der ein Leaky Gut? Wie sieht es im Mikrobiom aus? Hat der eine Dysbiose? Wie viele Antibiotika-Kuren hat der schon gemacht? Also ich muss mir anschauen, was steht da für eine Historie hinter? Und dann kann ich natürlich mit der Erfahrung gezielter drauf schauen und muss vielleicht nicht alle Tests machen und sag mal, ich habe hier folgenden Verdacht, ja, und geh mal wirklich die Stellen an. Also ich habe das selbst bei mir im Coaching, dass Leute ziemlich austherapiert zu mir kommen und ich dann manchmal denke, wie kann ich denen noch helfen? Dann erzählen die mir ihre Geschichte und ich höre eine Stunde zu und dann weiß ich ganz genau, wo der Schuh drückt, ja, wo was übersehen wurde in der Kette sozusagen. Ne? Also die funktionelle Medizin ist so der Sherlock Holmes sozusagen im Gesundheitsbereich. Wirklich die Ursachen zu finden und das nachzuverfolgen und dann halt konsequent umzusetzen und die Strategien einzuleiten, die den meisten Erfolg dann auch bringen. Mhm. Glaubst du denn, dass das, ich meine, das ist ja eine Medizin, die auch einen Zeitfaktor mitbringt. Also wir müssen uns ja dann viel mehr Zeit oder der Arzt muss sich in dem Moment mehr Zeit für den Patienten nehmen. Glaubst du, dass die Systeme da sich ändern müssen oder vielleicht gibt es eine Alternative dazu, dass man sagt, man muss enger zusammenrücken? Also Menschen wie du, Experten, die sich wirklich im Bereich Ernährung ganzheitlich mit Ärzten noch enger zusammenschließen müssen, um zu sagen, lass uns doch zusammenarbeiten, damit wir diese neue Wege der Medizin gehen können. Die Ärzte gibt es ja, die erlebe ich ja auch in Krankenhäusern. Ich erlebe ja Krankenhausmediziner, auch Chefärzte, auch Leiter von großen Kliniken, die offen sind genau für dieses Thema, die zum Beispiel das Thema Präzisionsprävention angehen, um zu sagen, wir müssen noch tiefer in den Patienten rein, damit er erst gar nicht krank wird. Und dann eine Möglichkeit zu schaffen, also diese Zeit, die heute fehlt, im gesetzlichen System zum Beispiel zu schaffen, also Prozesse einzuleiten, die dem Arzt im Patientenkontakt mehr Zeit geben. Da wäre zum Beispiel natürlich auch das Thema Digitalisierung eine Frage. Also können Prozesse über Digitalisierung vereinfacht, systematisiert werden, damit wir mehr in das gehen können, was du gerade beschrieben hast? Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also, Ich denke eigentlich, dass das eine Revolution von unten sein sollte, wie ich das eben schon mal so angedeutet habe. Und ich hoffe, dass mein Wirken da einiges dazu beitragen kann. Das heißt, wenn jemand ein Stammhörer von meinem Podcast ist, dann ist das ein gebildeter Patient. Mhm. Und wenn dieser gebildete Patient zu seinem, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Zahnarzt, kommt, die Leute lernen von mir und durch meine Experten und auch durch meine Kurse, mein Buch, mein Entgiftungskurs, der jetzt wahrscheinlich schon draußen ist, wenn dieses Interview rauskommt, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall bald, lernen durch mein Wirken, sag ich jetzt mal,
was zu tun ist und gehen, sind dann sozusagen geschulte, gebildete Patienten. Das heißt, ich kann dann zu meinem Zahnarzt gehen, sagen, guten Tag, Herr Dr. So und so, machen Sie einen Kofferdamm, machen Sie eine Beatmung, machen Sie dies, machen Sie das, füllen Sie meinen Zahn mit Chlorella aus und dann können wir mal kurz uns über das Thema Nico unterhalten. Und wenn dann nur Kopfschütteln kommt, dann kann ich sofort wieder gehen. Das heißt, gebildete Patienten sorgen dann letzten Endes für einen Anpassungsdruck auch in der Ärzteschaft, ja, weil die einfach keine Patienten mehr bekommen in dem Sinne. Ob das massentauglich ist, ob das wirklich dann zu der großen Revolution führt, das kann ich nicht beantworten. Aber das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und letzten Endes ist es ja auch so, und um da mal ein bisschen ein Horrorszenario aufzumalen, dass alle wesentlichen Krankheiten, gerade die neurodegenerativen Krankheiten, sich in einer logarithmischen Kurve befinden und wir sind kurz vor der absoluten Katastrophe, was Autismus angeht, was ALS angeht und so weiter. Also wir haben jetzt schon unglaubliche Zahlen und die Prognosen sind ganz, ganz düster. Fertilität, Intelligenz geht runter. Das heißt, wir sind auf dem Weg nach unten und wir sind auch dabei, uns sozusagen hier auch ökonomisch auszuradieren. Also die Kosten des Gesundheitssystems. Zum Beispiel in den USA, da kenne ich so ein bisschen die Zahlen. Die Prognose ist, dass wir 2025 50% aller Kinder autistisch sind. Mhm. Quelle Stephanie Seneff, und ich hatte sie gerade im Interview und ich habe sie gefragt, sind die Zahlen noch aktuell? Sie hat gesagt, sie sind so aktuell wie noch nie. Das heißt, wir brauchen 3 Personen mindestens, um sich um ein autistisches Kind zu kümmern. Von 50% Kindern sind 80% Jungs. Also wir werden also weder Nachkommen haben, wir werden keine Menschen mehr haben, die irgendwo arbeiten. Ja? Und wir werden Kosten im Gesundheitssystem haben, und das ist ja jetzt nur eine einzige Krankheit, die extra, die absolut unglaublich hoch sind. Und das wird zu einem Crash der gesamten Ökonomie führen. Ja, und die dann letzten Endes überleben, sind vielleicht die Russen, die angeblich jetzt auf komplett Bio umstellen, oder ganz andere Völker, die noch nicht so weit sind sozusagen in ihrer Zivilisation, in ihrer Industrialisierung. Meinst du, dass es so einen radikalen Wandel geben muss? Also dass wirklich mal einer sagen muss, pass mal auf, wir ändern jetzt was, sonst klappt es nicht? Also ich sage, du hast jetzt gerade von dieser stillen Revolution, also von dieser Revolution von unten heraus gesprochen. Da gibt es ja Gott sei Dank einige, die das so tun. Es gibt Gott sei Dank auch Mediziner, die ich begleite in die eigene Praxis, die mir sagen, ich möchte gar nicht nur mehr das alte System Praxis machen. Ich will privatärztlich arbeiten, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Also nicht, weil ich mehr Geld verdiene, sondern weil ich anders mit den Patienten umgehen kann. Ja. Aber, und das ist der Punkt, die Ärzte sagen, ich möchte aufklären. Ich habe gestern einen Podcast gehört von Dr. Mareike Awe, die intuitive Ernährung macht. Ich weiß, die hattest du, glaube ich, auch schon im Podcast. Die sich halt als junge Medizinerin, ich glaube 25, 26 ist die, mit ganz anderen Themen beschäftigt und sagt, ich habe im Krankenhaus gesehen, wie es eben nicht funktionieren soll, und die plötzlich ein System aufmacht und ganz viele Menschen, aber wahrscheinlich auch viele junge Menschen folgen ihr. Und da wächst ja eine ganz neue Generation heran. Also ich glaube, du hast absolut recht, das kontinuierliche Beschreiben dieser neuen Wege und dann auch das Gehen der neuen Wege mit diesen Medizinern oder auch mit Menschen wie dir, die von der Seite kommen, die von unten, von oben kommen, ich glaube, macht es dann auch aus. Also ich glaube, da haben wir viele, viele gute Ansätze. Du hast vorhin davon gesprochen, du hast ja viele gute Erfahrungen mit Ärzten, hast du auch mal negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht, dass das abgelehnt wird tatsächlich und ich sage jetzt mal grob, vielleicht ein bisschen provokativ, als Hokuspokus hingelegt wird? Ja, also ich war wenig in der Schulmedizin unterwegs in dem Sinne, weil mich das Konzept noch nie so richtig fasziniert hat, Pillen gegen Krankheiten, also schon bevor ich krank wurde und eigentlich mich mit Gesundheitsthemen auseinandergesetzt habe. Ich war ganz am Anfang dann zum Beispiel mal bei einem Schulmediziner, das war befreundet, wir haben da ein bisschen Labor gemacht, war dann alles okay. Diese Labortests auch sehr zweifelhaft, wenn man dann nur im Blut Plasma gesucht wird und so weiter, das sagt ja nicht viel aus. Und dann habe ich ihm halt so erzählt, wie ich mich fühle, und hat er gesagt, ja, Unkas, du bist halt 40, stell dich mal drauf ein. Dann habe ich ihm einen Vogel gezeigt. Ich sagte, vor 3 Monaten war ich fit wie ein Turnschuh, bin mit dem Fahrrad auf und ab gefahren und jetzt soll ich plötzlich alt sein. Sag mal, geht's noch? Ja. Und sowas ist aber etwas, was ich auch, und nicht nur so in der Ärzteschaft, sondern auch in meinem
in meinem lokalen Umfeld, sage ich mal, öfter mal höre, dass wenn es mal so um Gesundheitsthemen geht, dass dann kommt dann immer so das Alter vorgeschoben. Das ist ja, komm, jetzt bist du ja auch 47 und so. Ne? Ist ja auch normal oder die Leute das bei sich selber so sagen. Ne? Also keine Energie zu haben, sich nicht konzentrieren zu können, dick zu werden, vergesslich zu sein, das sind keine Alterserscheinungen, das sind konsequente Folgen von einem Leben, was man selber gelebt hat. Und da muss man wieder in die Verantwortung kommen und da wieder einige Sachen zurückschrauben und sich das Ganze, alle Lebensbereiche anschauen. Das fängt vom Schlaf an, Bewegung, Stress, Ernährung, da gibt es so viele Felder. Und da spielt natürlich die Digitalisierung eine Rolle, weil zum Beispiel jetzt mein großer Entgiftungskurs, da nehme ich die Leute an die Hand und führe die wirklich über erstmal 12 Wochen wirklich Schritt für Schritt durch diese ganzen wichtigen Faktoren und erkläre ihnen, warum, was es zu tun gibt, was die Bedeutung davon ist. Und dann gibt es Aufgaben und so weiter. Und die Leute sind dann wirklich engagiert und sind dabei. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sie sich austauschen können. Denn was wir heute halt haben, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, wir haben diese Informationsflut und dann weiß letzten Endes jeder schon, was er zu tun hat und macht es nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich Werkzeuge, die uns an die Hand nehmen und sagen, wir setzen jetzt einfach mal Sachen um und das ist so ein bisschen etwas, dem ich mich widme. Ja, super. Ganz, ganz schön nochmal. Wir werden natürlich auch diese Verlinkung, wenn dein Online-Kurs schon da ist, direkt mal mit reinnehmen, dass wenn man sich dafür interessiert, die Leute auch direkt mit dir in Verbindung treten können und sich diese Eigenverantwortung auch bewusst werden, mal zu sehen, was passiert denn da mit mir und wenn ich das will, eben sowohl als Arzt als auch als Patient, mich da selber mal drum zu kümmern und damit den ersten Schritt zu gehen. Ich glaube, das ist sowieso wichtig, dass wir Menschen wieder mehr in die Eigenverantwortung führen. Lukas, ich hatte schon gesagt, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt knapp 44 Minuten. Ich mache zum Schluss immer noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Da steigen wir jetzt einfach mal mit ein. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich hoffe in Richtung funktionelle Medizin. Ich glaube nicht, dass das bisherige Modell sehr erfolgreich war. Das sehen wir an den Zahlen. Und ich hoffe, dass sowohl Frustration bei den Ärzten als auch bei den Patienten ausreichend besteht, dass es diesen Impuls gibt, diesen Ruck, mehr Bewusstsein zu entwickeln und auch wirklich die Quelle für Krankheiten wirklich zu identifizieren und die Sachen dann letzten Endes im Leben umzusetzen. Was bedeutet für dich Gesundheit? Gesundheit bedeutet für mich Freude und Lebensenergie und daraus Freude. Ich brauche Lebensenergie für alle Bereiche meines Lebens, um mit meiner Tochter zu spielen, um zu lieben, um zu arbeiten, um kreativ zu sein, um inspiriert zu sein. Ich brauche vernünftige Hormonproduktion, um wach zu sein, um besser zu schlafen, um morgens Dopamin zu haben, um glücklich zu sein. Das bedeutet alles für mich. Ja, sehr schön. So ausführlich und so gut hat noch keiner geantwortet. Welche Eigenschaften sollte der Arzt aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Da weiß ich jetzt nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner da bin. Welche Eigenschaften sollte der Arzt als Unternehmer haben? Also ich denke, dem Arzt sollte es vor allen Dingen um den Patienten gehen, oder? Denn wenn ich Menschen wirklich helfen kann, ja, dann kann ich auch von mir aus finanziellen Erfolg haben letzten Endes. Ja? Also ich fokussiere mich überhaupt nicht. Ich versuche zwar auch etwas aufzubauen, aber mir geht es darum, immer mehr Menschen zu erreichen und meine Botschaft rauszubringen. Und mein einziger Fokus ist wirklich, wie kann ich den Menschen noch besser helfen? Das ist das, was mich, womit ich aufstehe morgens und was mich motiviert und dann mit Freuden mich dahinsetze, so ein Interview hier, wie dieses hier führe oder ein Videokurs aufnehmen, was ich gleich im Anschluss noch machen werde. Sehr schön. Also eine klare Richtung Patientenorientierung. Sehr gut. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Ich bin nicht sehr im Bereich Medien unterwegs, aber ein Buch, was mich mal, aber das ist ein ganz anderer Bereich, aber das ist schon lange her, aber das heißt, es ist von Paul Ferrini, also Paul Ferrini, Stille im Herzen. Okay.
Und das Buch hatte mich damals, ich müsste es jetzt vielleicht nochmal lesen, ich glaube, ich mache das auch mal, das hatte mich aber damals unglaublich bewegt. Das habe ich so gelesen, so im Sinne von eine Seite pro Tag. Ja, und habe dann da 10 Minuten mitgesessen mit dem, was ich gelesen habe. Es ist alles bekannt, steht nichts Neues in dem Buch drin. Mhm. Und ich hatte aber das Gefühl, dass sich alles, was er sagt, sich so setzt in mir. Mhm. Dass es ein neues Niveau erreicht. Und es geht letzten Endes darum, was ist die Aufgabe des Menschen sozusagen auf unserem Planeten und in einen näheren Kontakt mit sich selber zu kommen, mit den eigenen Gefühlen und auch eine Empathie, eine positive Einstellung zu sich selber zu bekommen und in Richtung Selbstliebe sozusagen zu geben. Okay, sehr schön. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könntest? das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt deine Gäste nicht so gut, muss ich sagen. Ja, wir können das ja nachliefern. Das ist meine letzte Frage, weil es spannend ist, weil ja viele Dinge miteinander kooperieren. Also ich habe ganz spannende Empfehlungen bekommen, auch Leute, wo ich selber nie drauf gekommen wäre. Aber vielleicht reicht mir das noch nach, wenn die jetzt spannend. Ja, also Mediziner kann ich dir natürlich ohne Ende empfehlen. Aber was jetzt Unternehmer angeht, da kenne ich mich gerade nicht aus. Ja. Also ich nehme gerne Mediziner, aber vielleicht tauschen wir uns einfach später nochmal aus oder wir schicken nochmal eine E-Mail. Okay. Lukas, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr viel unterwegs. Du hast ja auch noch gesagt, ziehst auch noch um, wobei man aus so einer wunderschönen Region ja nur nicht wegziehen, sondern nur in einen anderen Bereich ziehen kann. Du sagst, das ziehst du ja. Also alles Liebe für dich. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Business Talk Podcast zur Verfügung zu stehen, uns mal die Augen zu öffnen, vielen Medizinern mal eine neue Richtung vorzugeben. Was ich besonders schön fand, ist, dass du klar und deutlich gesprochen hast und nicht drumherum geredet hast. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für alle, die zugehört haben und zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes, YouTube, Spotify, egal wo ihr seid. Ist immer wichtig für uns, damit wir uns weiterentwickeln können. Und wenn ich Bewertung sage, meine ich das auch. Bleibt unternehmerisch und damit würde ich gerne das Schlusswort beim Gast überlassen. Und bis zum nächsten Mal. Lukas, du darfst die letzten Worte sprechen. Du kommst mit einer Überraschung hier. Ich darf die letzten Worte sprechen. Ja, also Verantwortung ist im Bereich Gesundheit für mich das wichtigste und der entscheidende Faktor, einfach das eigene Leben anzuschauen, auch viele Dinge anzuzweifeln und umzudrehen und sagen, muss ich jeden Abend auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken? Ist das die einzige Freizeitbeschäftigung, die denkbar ist für mich? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die mehr mit Bewegung zu tun haben, die mehr mit Sonnenlicht zu tun haben, die mit sozialen Kontakten zu tun haben. Wir haben so viele Möglichkeiten, unser Leben umzugestalten und gesünder zu machen. Und dieses gesünder machen, auch das Umstellen von Ernährung, das ist keine Peinigung, das ist keine Diät, sondern eine Befreiung von Zwängen, von Süchten nach Kohlenhydraten und Zucker. Und letzten Endes ist das ein Befreiungsschlag, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und ich würde es für nichts mehr in der Welt eintauschen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte, Oliver. Ciao.